Unverhofft kommt oft und so kommt es, dass ich mal wieder ganz spontan ein Unboxing machen kann. Übrigens hier mein modifiziertes Opinel Nummer 9 finde ich so sehr viel angenehmer zu tragen und zu benutzen als in der Originalform. Ja, machen wir kurz den Karton auf. Ich kann so viel sagen, das Paket kommt von Laco und ihr werdet die Uhr auf meinem Kanal über deutsche Uhren sehen und im Juni wahrscheinlich auch auf meinem neuen Kanal, wo ich günstige Uhren vorstelle. Hier seht ihr es, Laco. Und mit günstigen Uhren ist schon mal klar, ich habe hier von Laco keine der ganz teuren Uhren, sondern eine Uhr für unter 500 Euro, genau genommen 460 Euro. Hier könnt ihr es sehen, das ist die Version am Stahlband. Am Lederband kostet sie 410 Euro. Weil es mir gefällt, habe ich das Lederband noch extra dazugestellt. Wir haben hier die Laco Aachen in Grau, das neue Modell, was gerade eben erst rauskam. Die Folien mache ich gleich ab. Ich zeige euch noch kurz, wie sie am Arm aussieht. 42 mm ist bei mir so die Grenzregion, ohne dass ich es anprobieren kann. Viele passen, viele aber auch nicht. Aber ich finde, eine Fliegeruhr muss eine gewisse Größe ausstrahlen. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Und ja, sie ist groß, aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe, in Grau, hier am Stahlband. Ob das Stahlband dran bleibt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht zu 100%, denn eine Fliegeruhr ist für mich eigentlich eine Uhr, an die klassischerweise ein Lederband gehört. Und deswegen habe ich mir die Lederbänder mitbestellt und ich finde, das sieht auch richtig klasse aus. Tja, 42 mm, leider nur bis 5 bar wasserdicht. Dafür absolut erschwinglich mit einem Jota-Werk drin, mit Sekundenstopp, Glasboden. Mehr kommt in den detaillierten Vorstellungen und natürlich auch in meiner Eine Woche am Arm.